Wir hissen die Segel und wir verlassen das Atoll von Ahe. Wir haben eine ungewöhnliche Etappe vor uns. Wir wollen versuchen, die Insel Raiatea zu erreichen, indem wir navigieren wie die alten Polynesier. Vorsegel auf Raumwindkurs! Wir beginnen mit der traditionellen polynesischen Navigation. Schluss mit dem Kompass. Wir orientieren uns ab sofort an der Dünung. Ich schalte nur schnell das GPS-Gerät aus. Und was soll ich jetzt machen? Na, du orientierst dich einfach an der Dünung. Aber das ist nicht sehr zuverlässig, weil sich die Wellen brechen. Also werden wir den Wind nutzen. Wir haben schon Windfähnchen montiert, um die Richtung des Windes festzustellen. Versuche also immer so zum Wind zu segeln. Wirklich beeindruckend. Wenn ich denke, dass die alten Polynesier zu Hunderten die Insel besiedelt haben und sich einfach so an Wind, Wellen, Vögeln und so etwas orientiert haben, das ist schon beeindruckend. Stimmt. Also ich weiß nicht, das macht mir schon verrückt. Die konnten in der Natur lesen wie in einem Buch. Von allen alten Völkern waren die Maoris gewiss die größten Seefahrer. An Bord ihrer Doppeleinbäume fuhren sie über den riesigen stillen Ozean. Dabei führten sie Pflanzen und Tiere mit, die ihnen bei der Besiedlung von neuem Land nützlich sein konnten. Sie kamen aus Südostasien und entdeckten alle Inseln des Pazifik. Die Maoris hatten in der Navigation ein Können erworben, mit dem sie Überfahrten von mehreren tausend Kilometern machen konnten, an deren Ende sie die gewünschte Insel fanden. Mehr nach Steuerbord halten, Vera. Ich versuche gerade ausfindig zu machen, wo die Sonne untergehen wird, damit ich zusätzlich zur Dünung und Wind eine Ahnung der Richtung in Bezug auf den Kurs bekomme. Normalerweise sollte sie in Höhe unseres ersten Wands untergehen. Das ist die Richtung von Raiatea. Die Sterne waren die zuverlässigsten Wegweiser, von denen sich die alten Maoris leiten ließen. Sonnenaufgang und Untergang waren genaue Orientierungspunkte. Jede Insel stand mit der Zugbahn von Sternen in Verbindung, denen der Steuermann folgte, sobald sie über den Horizont traten. Der Himmel war wie eine Karte für diese Navigatoren, die der Natur noch so nahe waren. Heutzutage könnte niemand mehr auf diese Weise das Meer überqueren. Da ist eine Insel, gleich dort. Wo denn? Na dort. Bist du sicher? Ja, sie ist dort, quer ab. Aber das kann nicht stimmen, sie müsste vorausliegen. Am Anfang ist alles platt und erst später zeichnen sich die Berge ab. Es müssten zwei große Gipfel sein. Sieh mal dort, tatsächlich eine Insel. Aber sie müsste dort sein. Ich kapiere gar nichts mehr. Aber warum liegt sie nicht recht voraus? Naja, wir haben eine Insel gefunden, aber wir können nicht sicher sein, ob wir die richtige gefunden haben. Wir müssen eben den Versuch abbrechen und nachsehen, welche Insel es ist. Die Insel, die wir sehen, ist Bora Bora. Wir haben uns nicht sehr stark in der Richtung geirrt, denn sie ist nicht weit von unserem eigentlichen Ziel Raiatea entfernt. Aber die Strecke, die wir zurückgelegt haben, war nur kurz. Ich empfinde enorme Bewunderung für die Maori-Seefahrer und ich stelle mir alle die Einbäume vor, die sich in dieser Meereswüste verirrt haben. Was sie wohl verspürten, wenn nach mehreren Dutzend Tagen neues Land vor ihrem Bug auftauchte. Eine neue Insel, die sie besiedeln mussten. Wir fahren am Riff entlang, das die Lagune vom Ozean trennt. Die Begeisterung über die Ankunft in Bora Bora ist groß. Es heißt, dies sei die schönste Insel der Welt. Sie ist unser letzter Aufenthalt vor Tahiti. Dann müssen wir Flor de Lompol verlassen. Nach 1,5 Jahren des Vagabundierens über die Meere endet für uns in wenigen Tagen diese Expedition. Wir beschließen, Flor bis ans Ende der Lagune zu bringen und uns von der Natur bezaubern zu lassen, die hier einfach unermesslich schön ist. Die Fleur geht an einem abgelegenen Liegeplatz vor Anker. Nach so vielen Zwischenstopps und so vielen Menschen, die wir kennengelernt haben, wollen wir unter uns sein und eine Bilanz unseres Abenteuers ziehen. Wir haben uns auch über ein schmerzhaftes Thema erkundigt, das diese Insel mit ihrem Postkartenpanorama ebenso angeht wie den Rest der Welt. Wir haben beschlossen, heute mit euch über ein ernstes Thema zu sprechen. Es geht um die sexuelle Gewalt gegenüber Kindern und um Inzest. Aber was ist eigentlich Inzest? Inzest nennt man sexuelle Beziehungen unter Familienmitgliedern zwischen Vater und Tochter oder zwischen großem Bruder und kleiner Schwester. Wir arbeiten bereits seit einigen Monaten an diesem Thema. Bei unseren Zwischenstopps haben wir viele junge Leute getroffen und einige von ihnen haben uns ins Vertrauen gezogen. Wir haben also beschlossen, den Bericht eines Opfers zu filmen. Hier ist er.
Also erst einmal, na gut, ich bin von meinem Cousin vergewaltigt worden. Das war an einem Sonntag. Ich kam vom Haus, von der Kirche zurück. Ich kam nach Hause und ich wusste nicht, dass er da war. Ich habe mich umgezogen und so. Und aus Neugier ist er gekommen und wollte mir zusehen. Er sagte, könnten wir es nicht ein wenig machen? Nur so, nur einfach so. Ich wollte nicht, aber er hat mich gezwungen, mitzumachen, es zu machen. Moi qui ne voulais pas, mais m'a obligé à faire, à le faire. Wie alt warst du? Ich war kaum 9 Jahre alt. Er versuchte, auf mich zu steigen und ich bekam Angst. Er kam immer näher und ich begann immer mehr zu weinen. Meine Tränen flossen immer schneller. Was ist nun eigentlich sexuelle Gewalt? Viele Kinder wissen es nicht, denn sie haben überhaupt keine Ahnung von Sexualität. Zum Beispiel könnte ein Vater mit seiner Tochter Sex haben und ihr sagen, das ist normal. Alle Väter machen das mit ihren Töchtern. Damit belügt er sie und das Mädchen weiß nicht, was mit ihr geschieht. Also wird es ihm glauben. Wir haben beschlossen, uns mit Eliane Alaïs vom Verein Pipirima auf Tahiti zu treffen. Wir haben sie gebeten, uns genau zu erklären, was man unter sexueller Gewalt versteht. Ihr, die Kinder, die uns zusehen, werdet vielleicht von einigen Dingen schockiert sein, die erwähnt werden. Aber es ist wichtig, dass Erwachsene nicht das Recht haben, euch solche Sachen anzutun. Was wird als sexueller Missbrauch angesehen? Zum Beispiel gibt es sexuelle Berührungen, das heißt, dass ein Kind von einem Erwachsenen entweder mit der Hand oder mit dem Gesicht berührt wird, beispielsweise wenn ein Erwachsener am Geschlecht eines Kindes lutscht. Es klingt brutal, aber das ist ein Bild, das Kinder gut verstehen. Also, das ist ein sexueller Missbrauch. Das ist eine Berührung, die ein Erwachsener nicht machen darf, nicht wahr? Der Körper gehört dem Kind und das ist eine Vergewaltigung des Körpers des Kindes. Ein sexueller Missbrauch kann auch das Einführen von Gegenständen in das Geschlecht des Kindes sein oder in seinen Anus, also seinen Po. Es kann auch eine Vergewaltigung sein, das heißt, dass ein Kind sexuellen Verkehr mit einem Erwachsenen hat. C'est-à-dire qu'un enfant va subir des relations sexuelles avec un adulte. Ein Kind hat absolutes Vertrauen in Erwachsene, vor allem in seine Eltern. Was geht eigentlich im Kopf eines Kindes vor, dem so etwas passiert?